Viele Maasai im Norden Tansanias leben heute noch so wie vor 100 Jahren. Die Grundstücke sind von stacheligen Sträuchern umgeben. In ihnen stehen die traditionellen Rundhütten, aus Baumstämmen errichtet, mit Kudung und Lehm abgedichtet. In den Hütten schlafen neben den Maasai mit ihren Kindern auch das Kleinvieh, wie Schafe und Ziegen. Die Kinder wachsen traditionell mit dem Hüten des Viehs auf und wachsen so in die Lebensweise ihrer Eltern hinein. Bildung ist, nach althergebrachter Meinung, nicht so wichtig. Daher verrichten Maasai in den Städten auch meistens nur die schlecht bezahltesten Tätigkeiten. Häufig als Nachtwächter oder Pförtner für oftmals weniger als 50 Euro im Monat. Mangelnde Ausbildung versperrt ihnen den Zugang zu der sich entwickelnden Gesellschaft. Diese Schule in Losimigori möchte das ändern. Von Maasai gegründet und betrieben, werden hier, mitten im Maasai-Gebiet der Region Monduli, Schüler der Klassenstufen 7 bis 12 unterrichtet und für moderne Berufe vorbereitet. Derzeit gibt es nur das Schulgebäude für eine 7. Klasse. 10 Schüler erhalten Unterricht in Fächern wie Mathematik, Physik, Biologie, Geografie und Geschichte. Die Unterrichtsstunden werden in Englisch abgehalten. Ein weiteres Schulgebäude befindet sich bereits im Bau. Im nächsten Jahr möchte man die nächste Klassenstufe aufmachen und ca. 30 weitere Kinder einschulen. Das monatliche Schulgeld beträgt 25 Euro pro Schüler. Davon werden die Unterkunft, 3 Mahlzeiten am Tag, Schulmaterialien, Bücher, die medizinische Versorgung, die täglichen Aktivitäten und ein jährlicher Schulausflug bezahlt. Die meisten Maasai-Familien können dieses Schulgeld für ihre Kinder nicht vollständig aufbringen, daher wird Hilfe benötigt. Ansonsten bleibt vielen Kindern eine faire Chance für ihr weiteres Leben verwehrt. Eine weitere Generation geht verloren, weil sich die Armut der Eltern an die Kinder vererbt. Wir, der Verein Pamoja gemeinsam für Tansania, suchen daher Paten, die das Schulgeld von 25 Euro pro Monat für ein Maasai-Kind übernehmen. Diese Schule ist die einzige im Umkreis von zig Kilometern. Leider sind jedoch viele Plätze frei, weil die Eltern es vorziehen, ihre Kinder zum Viehhüten zu schicken, anstatt in diese Schule. Helfen Sie mit einem Stipendium, es diesen Kindern zu ermöglichen, zu lernen und dieser Armut zu entfliehen.